Guten Abend und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe der Wisdom Factory. Dies ist unsere erste Sendung in deutscher Sprache. Die englische Ausgabe ist jeden Mittwoch um 19 Uhr auf dem Programm. Mein Name ist Adelheid Hörnlein oder Heidi Hörnlein. Ich bin Ihr Host in dieser Sendung. Ich arbeite beruflich mit Menschen, die ihre authentische Stimme finden möchten, im buchstäblichen wie auch im übertragenen Sinn. Mehr über mich können Sie in der Beschreibung zu dieser Sendung lesen. Das heutige Thema ist aus gegebenen Anlass, Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachten. Die Bedeutung von Weihnachten im Wandel der Zeit ist unser genauer Titel. Aber bevor wir ins Gespräch gehen mit den Gästen Tilman Haberer und Monika Frühwirth, will ich ein paar Worte zu der Wisdom Factory sagen. In der Wisdom Factory sprechen wir mit Menschen, die eine oft ungewöhnliche Perspektive haben auf die Dinge in unserem Leben. Sie sind dahin gekommen durch ihre einzigartige Lebenserfahrung, die meist ausgerichtet ist an alten oder neuen Weisheitsschulen, wie zum Beispiel Ken Wilbers integrale Theorie. Sie üben sich in Meditation oder anderen spirituellen Praktiken und sie sind tief eingetaucht in das Wissen über persönliche Entwicklung und die Evolution von allem, was ist. Ihr Anliegen ist es, dieses Wissen und diese Erfahrung weiterzugeben an andere, sodass deren Leben bereichert und erfüllt werden kann. So, nun möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zuerst Tilman Haberer. Er ist ein evangelischer Pfarrer von ungewöhnlicher Art, würde ich sagen. Nach langjähriger Tätigkeit in der Münchner Citykirche St. Lukas war er 7 Jahre unterwegs als freiberuflicher Seelsorger, als Journalist, als Übersetzer und Autor. Seit 2006 ist er evangelischer Leiter der ökumenischen Krisen- und Lebensberatungsstelle, die sich Münchner Insel nennt. Er ist auch Mitarbeiter bei der deutschen Ausgabe des Enlighten Next Magazins. Jetzt heißt es Evolve. Oh, okay. Evolve, okay, gut. Ja. Und du bist Co-Autor dieses spektakulären Buches Gott 9.0, das die Grundlage für unser heutiges Gespräch sein wird. Und Monika Frühwirth, man wird es hören, sie ist Wienerin. Sie ist akademisch geprüfte Übersetzerin und studierte Ende der 60er Jahre in New York vergleichende Religionswissenschaft in Theorie, in Praxis und vor allem Kundalini-Yoga. Und wieder zurück in Berlin. Wieso Berlin? Ja, wieder zurück in Wien beschäftigte sie sich mit der buddhistischen Geistesschulung, mit Gestalt und Jungscher Schattenarbeit und auch mit archetypischem Theater. Ken Wilbers Landkarten des Bewusstseins halfen ihr, einen roten Faden in ihrem Leben zu erkennen und Erfahrungen mit erweitertem Bewusstsein in den Alltag zu übersetzen. Aus Zuständen Strukturen zu bilden, ist nach wie vor ihr Thema. So, hello, das ist Englisch. Wie sagt man denn auf Deutsch? Guten Abend oder so irgendwas. Ihr beiden. Hallo, Tilman und hallo. Monika. Grüß Gott. Grüß Gott, wenn du ihn triffst. Ja. Sagt man in München auch, ja. Grüß Gott, ja. Mhm. Nun, ich höre dich nicht. Bist du schon rausgefallen? Tilman, bist du da? Ich bin da, ja. Ich höre dich halt gerade auch nicht. Ja, fang mal an. Dann. Hallo? Aha. Ja, fang an. Ja, da ist sie wieder jetzt. Aha, da dürfte wieder eine Schwierigkeit sein. Okay. Wir dürfen auch nur untereinander reden, glaube ich. Also es ist nicht so schwierig. Ihr dürft auch nur untereinander reden. Das war einfach mein Internetkabel hat es ein bisschen. Okay. Aber du bist wieder da. Ja. Ja, also wir haben noch nicht angefangen, miteinander zu reden. Ihr dürft das gerne tun. Ich wollte Host nochmal dazu nehmen. Okay, ich hoffe, man kann mich hören, weil hier sagt es immer noch, dass es ein Problem ist. Aber okay. Ja, was ich gerne von dir wissen wollte, Tilman, wir sprechen von Weihnachten, das ist christliche
Tradition, die uns ja alle sehr tief geprägt hat, zumindest in Europa. Aber Weihnachten, es gab früher andere Feste um diese Zeit. Und das Christentum hat diesen Moment der Wintersonnenwende auch benutzt, um das Fest hineinzubringen. So wollte ich dich fragen, ob du da ein bisschen drüber sprechen kannst. Ja, also dieses Symbolik der Wintersonnenwende, die ist ja sehr stark. Das erlebt jetzt ja gerade, die Tage sind wahnsinnig kurz, die Nächte sind lang und kalt und dunkel. Und man könnte meinen, jetzt hört es dann langsam auf mit der Welt. Und dann kommt der Umschlag, die Tage werden wieder länger, die Nächte werden kürzer, es wird wieder wärmer. Und das haben die Menschen sehr früh gemerkt, dass das jedes Jahr wiederkommt, dass es jedes Jahr dieses weniger werdendes Licht gibt und dann wieder die Wiedergeburt sozusagen des Lichtes, der Sonne, und haben das dann gefeiert. Es gab in allen früheren Kulturen und Religionen Sonnengötter. Und ganz speziell beruht das Christentum oder das christliche Weihnachten hat ersetzt ein Fest des Jupiter, Sol Invictus, also im römischen Reich, Hauptgott Jupiter, der als unbesiegte Sonne Sol Invictus gefeiert wurde. Die Sonne, die zwar weniger wird, aber sich nicht besiegen lässt und dann wieder geboren wird. Dieses Fest war sehr populär im Römischen Reich, und als das Christentum dann als Staatsreligion eingeführt wurde, da kam man dann auf die Idee, den Geburtstag von Jesus, der als Licht der Welt sich selber bezeichnet, nach biblischer Aussage, den auf diesen Tag zu legen. Kein Mensch weiß natürlich, wann Jesus wirklich geboren ist. Man hat damals kein Standesamt gehabt und es hat niemand aufgeschrieben, aber das war so die Symbolik, die da zugrunde liegt. Ja, sehr schön. Dann, wenn wir jetzt vom Christentum sprechen, Weihnachten hat eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung. Ja, es ist die Geburt von Jesus. Aber heute ist Weihnachten ja was ganz anderes, als es früher war. Wir wollen dein Buch Gott 9,0 benutzen und über die Entwicklung von Weihnachten sprechen. Und Monika, gerne auch was dazu sagen. Wie fing das denn an mit Weihnachten, mit dem Fest vom Weihnachten? Wie kann man das beschreiben? Meinst du jetzt die Tradition, einen Christbaum aufzustellen? Oder das kam ja noch relativ spät, auch noch Europa. Und von dem Weihnachtsstern, den du da so schön im Hintergrund hast, also das ist ja wieder eine völlig andere Farbe von Weihnachten. Und mir ist jetzt nur eingefallen, wie du erwähnt hast, die alten Mythen. Im Salzburgischen haben wir Kirchen auf den alten heidnischen Plätzen gebaut. Und das war also besonders, das war eigentlich völlig normal, dass man gespürt hat, da ist ein Kraftplatz und da gehe ich hin. Und meistens hat man dann den Leuten gesagt, sie sollen für ihre Sünden einen Stein dort hinauftragen, und das haben sie auch getan, und auf die Weise wurden die Kirchen gebaut. Und ein bisschen, glaube ich, ist also unser Weihnachten auch auf diese Weise entstanden. Nicht, dass wir für unsere Sünden und für unseren Konsumwahn jetzt zahlen, aber die alte Mystik ist schon da. Also, und sich der anzunähern, ist für mich immer das Spannende. Und es hat schon was mit dem Kalender zu tun. Wir steigen da drauf ein. Und irgendwann sickert das dann immer mehr ein. Und irgendwann weitet sich das Herz und wärmt sich. Aber ja, nach Gott 9,0, wie würdest du die Schritte setzen? Die letzte Frage, die habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie würdest du setzen, wie sich Weihnachten entwickelt hat, also nach Gott 9,0? Also wenn ich jetzt nicht die historische Entwicklung nehme, da gebe ich dir recht, also den Christbaum und Adventskranz gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wenn ich jetzt einfach mal anschaue, was ist die Bedeutung von Weihnachten, also ganz unten angefangen, es ist ja sowas wie
man könnte sagen, wie eine Feier des Lebens. Das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Wir sind alle von einer Frau geboren worden. Und die Aussage von Weihnachten ist die, dass Gott selbst von einer Frau sich hat gebären lassen. Es gibt eine ungeheure Wertschätzung des menschlichen, biologischen Lebens, des Lebens auf dieser Erde, unter den Bedingungen dieser Existenz. Und das ist sozusagen die Grundlage jetzt speziell des christlichen Glaubens, aber sozusagen der spezielle Geschmack des christlichen Glaubens, dass Gott die Quelle der Welt, die Ursache und die Tiefe, dass der sich in einem Menschen inkarniert hat und Mensch geworden ist durch einen ganz normalen Geburtsvorgang. Und ich denke, das ist etwas, was man dann, wir können das jetzt dann auch auf verschiedenen Ebenen der Bewusstseinsentwicklung weiterverfolgen, was Weihnachten dann für eine Bedeutung haben kann. Gerne. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen geboren werden und am Anfang als kleine Kinder in einer sehr magischen Welt leben, dann spielt da das, hat da die Weihnachtsgeschichte auch sehr viel für Menschen, die auf dieser magischen Bewusstseinsstufe leben. Also es ist ein Wunder, die Geschichte mit der Jungfrauengeburt, dann die Engel, die auftauchen, der Stern, der die Weisen da hinführt, das sind alles so magische Elemente, die man buchstäblich verstehen kann, wenn man selber so eine Macht hat, die man aber nicht buchstäblich verstehen muss, wenn man über das magische Weltbild sich hinaus entwickelt hat. Nach der magischen Stufe kommt dann ja, wenn wir jetzt mal so die Stufen, die Einteilung von John Gebser zugrunde legen oder die Ken Wilber auch oft verwendet, nach dem Magischen kommt das Mythische. Das ist die Stufe, die das Wort wörtlich nimmt. Ja, die sagt, es ist ganz wichtig und ganz zentral für unseren Glauben, dass Maria vor und nach der Geburt Jungfrau war und geblieben ist. Und zwar richtig im biologischen Sinn. Für das mythische Bewusstsein ist es ganz wichtig, dass diese Mythen, die da erzählt werden, dass sie wirklich reales Geschehen abbilden. Während, wenn man dann ein Stück weiter ist und auf den Mythos schaut, kann man sagen, ein Mythos ist eigentlich eine Geschichte, die zwar wahr ist, aber nicht, weil damals etwas passiert ist, sondern weil es immer und überall sich ereignet. Damit sind wir aber jetzt dann schon ein Stück weiter. Ja, ich wollte dazu ein bisschen was sagen. Ich finde, für Kinder ist es so wichtig, dass dieses Magische an Weihnachten da ist. Ja, dieses Glitzern überall und die Freude vor. Und diese Krippen hier in Italien, ist ja alles voll mit Krippen. Und so auch lebende Krippen, dass sich Menschen anziehen wie die Hirten oder wie die Könige. Und dann irgendein Baby ist da meistens auch da, was eine Weile in die Krippe gelegt wird. Und es ist wirklich, es ist was fürs Herz, ja. Mhm. Wir haben ja alle diese magischen Anteile, aber für Kinder ist es meiner Meinung nach so, so wichtig. Mhm. Für mich war es ganz wichtig in meinem Leben. Ja. Und ich fände es schade, wenn das wegfallen würde, nur weil jemand meint, ja, Weihnachten ist ja nicht wahr. Ja. Genau. Also dazu kann ich auch sagen, weil wir ja Enkel haben, 3, und sobald kleine Kinder da sind, ist Weihnachten plötzlich viel schimmernder, bunter und es ist so aufregend. Und man muss verhindern, dass sie sehen, woher die Geschenke kommen. Es ist natürlich eine große Manipulation und auch eine Lüge letztlich, die wir ihnen, ein Theaterstück, das ist eine Inszenierung, die wir ihnen vorspielen. Aber selber tut sie uns ungemein gut. Auf die Weise wieder auch in die eigene Kindheit zurückzugehen, als wir auch noch geglaubt haben, da gibt's das Christkind und Weihnachtsengel.
Aber ja. Also, wenn ein Klein, und vor allem wenn es noch ein Kleinkind ist, ein Baby zu Weihnachten und es schaut zum ersten Mal auf den Christbaum, das ist was Wunderschönes. Ja. Das ist was und, es geht auch ganz, ganz tief. Und ich denke, es ist auch wichtig, daran zu erinnern oder zu betonen, dass wir ja, auch wenn wir jetzt auf der rationalen oder auf der integralen Stufe leben, dass wir das Mythische und das Magische nicht einfach überwunden haben. Das ist in uns. Und je früher die Stufe ist, desto tiefer ist sie in unserem Inneren verankert. Also ich habe da das Bild von der Baumscheibe, wo die frühen, also wenn man einen Baum absägt und dann die Jahresringe sich anschaut, die frühen Erfahrungen, die sind ganz in der Mitte, die sind ganz zentral. Und wenn die wegfaulen würden, dann würde der Baum sterben. Mhm. Ja, die Kernfäule ist tödlich für den Baum. Also wir brauchen, und wir können uns das auch durchaus erlauben, dann an Weihnachten eben einen Christbaum aufzustellen, die Kerzen anzuzünden und Stille Nacht zu singen oder anzuhören und Tränen in den Augen zu haben. Warum denn nicht? Also das ist, finde ich, durchaus für Erwachsene auch noch erlaubt, auch wenn vielleicht keine Enkelkinder da sind. Aber, da, aber es ist einfacher mit Enkelkindern. Ja. Viel einfacher. Aber das ist... Das Bedürfnis ist, glaube ich, schon in allen da. Ich habe ja eine Weile, 15 Jahre lang, in Rom an der Deutschen Kirche als Chorleiterin gearbeitet. Und zu Weihnachten war plötzlich die Kirche voll. Kein Platz und die Leute standen noch. Normalerweise ist sie leer, aber da zu Weihnachten ist der große, große Christbaum und überall Kerzen und die Zweige und der Adventskranz gerade noch da. Und das bringt einfach eine andere... ein Gefühl von, man kann mal sagen, Heimat, ja, Heimat in sich selber. Ja, genau. Und, ja, wunderschön. Und es kommt natürlich irgendwann die Zeit, in der das rationale Bewusstsein erwacht und wo man dann sagt, ja, es ist ja alles nicht wahr. Man weiß ja gar nicht, wann Jesus geboren wurde und er wurde sicher nicht in Bethlehem geboren, sondern in Nazareth und es sind alles erfundene Geschichten. Und das rationale Bewusstsein kann da sehr zersetzend wirken, fast. Also ätzend diese ganze schöne mythische Schicht weg ätzen. Ja? Und dann bleibt aber im Grunde nichts mehr übrig. Dann bleibt von dem Geheimnis und von dem Zauber von Weihnachten nichts mehr übrig. Man sagt ja so schön, man schmeißt das Baby mit dem Badewasser raus, nicht? Genau. Ist da ja auch der Fall. Und kannst du noch ein bisschen mehr über das Mythische sagen, über die Bedeutung von diesen Geschichten, die da erzählt werden, über die Geburt des Jesus und was der dann bewirken würde und dann übergehend in, meinetwegen, in das, was wirklich dran war ist oder was, wie man es verstehen kann? Naja, man kann diese Geschichten, also jetzt die Geburtsgeschichten oder auch später dann Wundergeschichten oder so, auch auf unterschiedlichen Ebenen verstehen. Und wenn ich mich bewusst auf die mythische Ebene begebe und sage, jawohl, das ist ein Mythos, eine Geschichte, die nicht so irgendwann mal passiert ist, sondern eine Geschichte, die täglich überall passieren kann, dann kann ich diese... dann kann ich diese Geschichten nochmal auf eine ganz andere Weise wahrnehmen. Ich sage das mal nicht für Weihnachten, ich nehme jetzt mal eine bekannte Wundergeschichte, also diese Geschichte, wo Jesus auf dem See wandelt, ja, übers Wasser läuft. Da sagt natürlich das rationale Bewusstsein, kann nicht gehen, wenn da kein verborgener Balken war oder irgendwie ein Floß oder so, dann kann er nicht auf dem Wasser gehen. Also die Geschichte ist erfunden und damit können wir sie streichen. Ich kann aber auch hergehen und sagen, wie ist es denn, kenne ich denn dieses Erlebnis, im Sturm zu sein, die Wellen gehen hoch, die Wellen des Lebens gehen hoch, die Stürme des Lebens beuteln mich, ich bin da, muss ja gar nicht in einem Boot sitzen, sondern lebe mein Leben und es beutelt mich. Und da kann ich die Erfahrung machen, dass durch diesen ganzen Lebenssturm hindurch mir so eine Gewissheit kommt, die sagt, fürchte dich nicht, brauchst keine Angst zu haben, das ist alles in Ordnung.
Und da beginnt dann so eine Geschichte, so ein Mythos, zu mir heute zu sprechen. Ja. Und wenn ich jetzt das Ganze auf Weihnachten anwende, mir fällt ein Gedicht ein, das auch oft zitiert wird von Angelus Silesius. Da heißt es in einer Zeile, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst noch tausendmal verloren. Mit dem Verlorensein lassen wir mal weg, aber also es kommt darauf an, dass Jesus, dass Christus in uns geboren wird. Und wenn ich mich bewusst auf die Ebene begebe, kann ich sagen, ja, da wird etwas geschildert, was mir auch heute passieren kann. Dass ich zu demjenigen werden kann, der Christus in die Welt bringt. Da gehört aber schon eine ordentliche Öffnung des Geistes dazu, dass man das so sehen kann. Das ist wahr. Denn, und deswegen ist es auch gut, dass die Entwicklung beim Rationalen nicht stehen bleiben muss. Ich denke, es ist wichtig, dass wir im Lauf unserer Entwicklung mit dem Erwachsenwerden dieses rationale Bewusstsein entwickeln und kritisch hinterfragen und nicht eben Ammenmärchen glauben, sondern wirklich fragen, was ist denn eigentlich, was ist denn Sache? Und wir merken, Monika? Das war gut, was ist denn Sache? Also das ist genau am Punkt. Was ist denn Sache bei Weihnachten? Das ist es, ne? Ja, gut, das kann man jetzt natürlich rationalistisch so verstehen, es ist nicht Sache, ne? Es ist nicht, es ist alles erfunden. Aber ich muss nicht stehen bleiben bei diesem rationalen Verständnis, bei diesem Verständnis der Moderne, sondern ich kann noch einen Schritt weitergehen und dann fragen, was ist denn der Sinn von den Menschen? Die Leute werden sich ja was gedacht haben. Die haben sich ja nicht einfach nur Geschichten ausgedacht, weil sie Geschichtenausdenker waren. Oder weil sie irgendwie anderen Leuten einen Bären aufbinden wollten. Sondern sie hatten, sie haben selber gespürt, dass da etwas passiert ist, was sie nur in Form dieses Mythos kleiden konnten. Was sie nur als Mythos erzählen konnten. Und dann kommen wir zu der Einsicht, dass die Menschen damals vielleicht, dass es denen gar nicht wichtig war, ob es tatsächlich wirklich so passiert ist, sondern dass die eine Geschichte erzählt haben, eine innere Geschichte, die sie in eine äußere Geschichte gekleidet haben. Genau. Also das habe ich gemeint mit was ist Sache. Die innere Geschichte ist Sache bei Weihnachten. Alles, genau. Was wir noch rundherum inszeniert haben, das ist es nicht. Es geht darum, wie weit... Wir haben es auch einmal dann schon sehr hochtrabend gesagt, wie weit du das Christusbewusstsein in dir wahrnehmen kannst, öffnen kannst, ausstrahlen kannst. Und also Liebe, das oft missbrauchte Wort, eine Art, wie ein Kind dich ansieht. Da spürst du diese Liebe. Wenn du ein kleines Kind siehst und ihm in die Augen schaust, also ich muss immer lächeln, wenn ich ein kleines Kind sehe. Ja. Und diese Art der Öffnung, die so ganz einfach ist letztlich, wenn du dich öffnest, diese Art Weihnachten durch das Rationale nicht gefährden zu, oder wie du gesagt hast, zu zerätzen, das ist schon eine schwere Aufgabe, also vor allem für Intellektuelle und Leute, die also sehr viel im Kopf sind und Philosophen, ist es nicht so einfach, es ist eine Herausforderung. Und da könnten diese Formen, also wie Christbaum und Krippe, die könnten sowas sein wie ein Vehikel für einen tieferen Sinn. Wenn ich mich dazu bereit erkläre, die jetzt eben nicht wörtlich zu nehmen, sondern zu fragen, was ist denn ihre Bedeutung? Ihre innere Bedeutung. Kannst du da ein Beispiel nehmen, was bedeutet es zum Beispiel für dich, diese Krippe? Also für mich war lange Zeit sehr wichtig, zum Beispiel dieser Choral von Paul Gerhardt, das heißt, ich
steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Genau. O Jesulein, mein Leben. Oh ja. Genau. Ja. Und also das ist die eine Stufe, dass ich sage, ich stelle mich an die Krippe dazu, ich bringe die Gaben, die ich habe, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, also Mut heißt ja sowas wie Einstellung in diesem Zusammenhang, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Also das ist so die eine Stufe, wo ich mich dazu stellen kann. Und dann gibt es aber noch, habe ich so im Lauf auch meiner Entwicklung immer mehr gemerkt, es geht ja eigentlich darum, dass ich mir inne werde, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, nicht irgendwann einmal vor 2000 Jahren in einem fernen Land, sondern dass Gott Mensch wird, immer und überall. Dass er in dir und in mir Mensch wird sozusagen. Und wichtig ist auch, dass in dir und in den anderen, also ich habe mal in der Weihnachtspredigt gesagt, Gott ist, ihr alle seid Gott. In euch allen wird Gott geboren, in euch allen lebt Gott. Aber jetzt schaut euch mal nach rechts und nach links und da sitzt Gott auch. Ja, das ist ja oft die Gefahr, wenn ich sage, in mir ist Gott, ja, ich bin heilig und ich bin toll und erleuchtet und was weiß ich. Also ich habe meine göttliche Natur gefunden. Und dann schaue ich mich um und sehe den rechts neben mir und die links neben mir und da ist auch Gott. Das ändert mein Bild von Gott mal wieder ein bisschen. Und das kann er nicht tragen. Das ist sehr schön. Du hast vorhin auch gesagt, Weihnachten ist Heimat. Und für mich ist, ich bin im Krieg, in den letzten Jahren des Krieges geboren. Und meine Großmutter hat damals ein kleines Nähkästchen irgendwo aufgetrieben und da hat sie die Türe herausgeschnitten und hat daraus eine Krippe gemacht. Mhm. Und diese Krippe habe ich immer noch natürlich. Und jetzt, wie die Kinder kleiner waren, haben sie die Tiere alle arrangiert. Das heißt, wenn diese Krippe nicht da wäre, würde etwas bei unserem Weihnachten fehlen. Ja. Also diese Tradition, das was weiterkommt, und der Christbaum muss in diesem Eck stehen und da sind dann diese Ornamente drauf, die haben wir da und da und da damals, als ich noch ein kleines Kind war, sagt meine Tochter, haben wir damals gekauft und zum ersten Mal draufgehängt. Das heißt, es ist schon eine Kontinuität durch unser Weihnachten. Und das würde ich nicht missen wollen. Also In dem Bild, was ich vorhin gebraucht habe von der Baumscheibe, also davon, dass die früheren Entwicklungsstufen im Kern unserer Persönlichkeit ja noch vorhanden sind und auch wirksam sind, in dem Zusammenhang finde ich das ein sehr schönes Bild. Diese Krippe oder dieser Weihnachtsbaum kann wie so, der ragt sozusagen durch mein ganzes Inneres zurück in ganz tiefe Schichten, da hat er seine Wurzeln in diesem archaischen, magischen, und er geht aber auch jetzt bis in die, mit seiner Spitze, bis dahin, wo meine Bewusstseinsentwicklung jetzt ihre höchsten Spitzen gelegentlich mal erreicht. Und wahrscheinlich geht er noch darüber hinaus. Gelegentlich mal erreicht, ja. Ja. Ja, ich finde, möchte auch ein bisschen was dazu sagen. Für mich persönlich ist auch Weihnachten, ich möchte es nicht missen, dass ich so hatte in meiner Kindheit, wie es jetzt, wie es gewesen ist. Und dann denke ich, die Leute, die so viel gegen Weihnachten haben und diese Feiern und so weiter, ich denke, sie sind sich nicht dessen bewusst, dass für sie das Weihnachten auch eine ganz tiefe, ich will sagen, Erfahrung ist, selbst wenn sie nur am Rand mitmachen. Und was ganz wichtig ist, dadurch, dass wir ja auch jetzt so säkulär Feste drumherum haben, wir gehen essen und wir sehen die Familie und so weiter und so fort, es ist ein wichtiger Moment, unser Leben zu strukturieren.
Ich meine, andere Religionen haben andere Feste, aber die kommen alle Jahre wieder. Und ich denke, es ist so wichtig für unser Leben, diese Ausrichtung zu haben. Es ist wie so ein Haltepunkt, ja, wie so ein, wo wir uns festhalten können. Dann nächstes Jahr wird es wieder. Stell dir nur mal vor, es gäbe es nicht. Es wäre das ganze Jahr das Gleiche, immer das Gleiche. Ich kann mir das Leben gar nicht vorstellen. Das ist, würde dann so in so einen Trott gehen. So haben wir so eine Art Auf und Ab und Auf und Ab und immer wieder. Und ich denke, selbst Leute, die nicht dran glauben an diese ganze Geschichte, haben trotzdem einen ganz großen Nutzen daran, dass Weihnachten immer wieder gefeiert wird. Naja, ich würde sehr vermissen, dass wir immer mit dem Christbaum ringen, dass er endlich gerade steht. Weil meistens, wenn wir ihn kaufen, ist er wunderbar und wenn er zu Hause ist, dann ist er immer schief. Und dann versuchen wir dieses und jenes und dann wird er geschmückt und dann ist er ein wunderschöner Baum. Und das ist jedes Mal. Also es ist völlig egal, wie der Christbaum letztlich aussieht und ob er schief ist oder. Und da dann, ich glaube, das ist, was Leute oder was die Menschen heute bei Weihnachten fürchten, den Stress und wie gehe ich damit um und wann überfordert mich meine Beziehung gerade zu Weihnachten und hier einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja, der Stress ist ja immer da gewesen, aber der muss jetzt nicht gerade heute Abend ausbrechen und sich dem stellen und die Spannung halten, wie wir Integrale immer sagen, also die Spannung halten, hebt einem auf eine nächste Ebene. Also das würde ich sehr zu Weihnachten empfehlen. Für alle, ja, die Probleme damit haben. Ich denke, das ist eine wunderbare Zeit, dass man eben gerade damit konfrontiert wird, immer wieder. Ne? Mhm. Und dass man aufgefordert wird, da was zu tun, um weiterzugehen. Mhm. Absolut. Ach, wir haben einmal einen Weihnachtsabend gehabt, da ist der Christbaum umgefallen, das ganze Wasser war am Teppich und das 3 Stunden, da haben die Kinder noch ans Christkind geglaubt. Und das ganze 3 Stunden vor der Bescherung. Ja, und da hat die Familie zusammengearbeitet und es ging. Und dann hat das Glöcklein geläutet und alle sind staunend zum Baum gekommen. Aber das sind dann so Spannungsmomente, wo du wirklich deine inneren Ressourcen, also ich habe damals so wirklich Kommando übernommen und wie die Feuerwehr dort und da und das und da plötzlich ging's. Aber da gibt es Momente, die man sich selbst aufbaut. Und dass halt der Christbaum da in einer wackeligen Schale war und umgekippt ist, ja, das hat man gewusst, dass die Schale wackelt. Und solche Dinge. Also, dass du vorher nicht unbedingt 15 Kilo Kekse backen musst, die musst du doch nicht backen. Und damit wird es dann einfacher und kommt wieder zum Wesentlichen zurück. Also, dass du zusammen dem anderen was Gutes tust und dich freust, wenn er sich freut. Das ist für mich Weihnachten. Ja. Ich finde es ja auch interessant, dass sehr viele Menschen, also es haben ja nicht alle Menschen Familie, Enkel oder Kinder, in München gibt es einen Single-Anteil von über 50%. Aber ganz, ganz viele bleiben an Weihnachten nicht allein. Also Weihnachten ist, ich würde es nicht unbedingt sagen, das Fest der Familie, das stimmt, ist ja von seinem Sinn her auch nicht so gegeben, aber es ist das Fest des Zusammenseins. Genau. Und das merkt man wirklich überall. Also die Menschen suchen Gemeinschaft. Und gerade an Weihnachten, wenn es eben draußen so dunkel ist und das Licht neu geboren wird, das möchte man gemeinsam begehen. Das finde ich also ganz. Auf welcher Ebene sind wir jetzt? Ich glaube, dass das auch, also wenn ich, ich glaube, dass wir da auch auf einer sehr frühen Ebene sind. Also diese Sehnsucht nach Gemeinsamkeit und nach Zusammenhalt, die entsteht sehr, sehr früh in unserem Leben. Und ich glaube, dass wir da, also bei diesen Bedürfnissen an Weihnachten mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit Menschen, die uns nahestehen, möglichst, dass wir damit anknüpfen auch wieder an dieses magische, an die magische Zeit, wo wir ohne Familie nicht hätten überleben können als kleine Kinder.
Also auch da spielt die Magie wirklich eine große Rolle. Jetzt nicht im Sinne von Zauberei oder so, sondern diese Magie, die das Leben so verzaubert, also das Leben im Leben Tiefe gibt. Also auch das Stammesbewusstsein eigentlich. Wir sind ein Stamm und ob das jetzt Verwandte sind oder Geistesverwandte oder eben Leute, die Nachbarn sind und allein sind. Also da, ich kenne viele, die auch Leute, die allein leben, einladen zu Weihnachten. Ja. Und das ist wohl eine der schönsten Gäste, die es gibt auch. Ja. Ja, das Fest der Gemeinschaft, nicht? Sich wieder verbinden mit anderen Menschen, ob das nun Freunde sind oder Familie, ja. Und das ist ja auch eine Bedeutung von Weihnachten, die wir erhalten sollten, dass wir zusammenkommen. Und ich dachte sogar an wenn wir von Ebenen gesprochen haben, an die, was wir als grüne Ebene bezeichnen, das ist praktisch, dass man es von daher sehen kann, dass man zwar weiß, es ist nicht rational wahr, dass Jesus am 24. geboren ist, aber wir müssen ja unser Inneres nähren auf irgendeine Art und Weise. Und wenn wir schon immer so rational unterwegs sind in unserem Beruf und sonst wo, jetzt können wir endlich wieder das benutzen, um uns unsere Seele zu nähren, möchte ich mal fast sagen. Ja. Ich glaube auch, dass das eine ganz wesentliche Funktion von Weihnachten ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum eben dann doch die Leute, die das ganze Jahr über nicht in die Kirche gehen, am Heiligabend, doch in die Kirche gehen, weil sie da noch zumindest eine Erinnerung haben an sowas wie Seelennahrung und weil sie sich da berühren lassen von der Stimmung, von den Liedern, von den Erinnerungen, von dem Christbaum, von den Kindern, die so putzig das Krippenspiel aufführen und so weiter. Ja, also das berührt ganz viele Menschen ganz innen und wenn das nicht wäre, wären die Kirchen an Weihnachten genauso leer wie sonst unter dem Jahr. Aber da passiert was, was mit Seelennahrung zu tun hat. Das glaube ich auch. Ja, Seelennahrung. Ja, dann können wir das sozusagen als wenn wir versuchen wollen, zusammenzufassen, was wir jetzt so gerade miteinander gesprochen haben, dass Weihnachten vielleicht nicht wahr ist. Im historischen Sinn. Ja, im historischen Sinne, aber eine ganz wichtige Funktion in unserem Innenleben hat, aber auch in der Gesellschaft hat. Ja, ja. Willst du noch was dazu fügen? Also diese wichtige Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben hat natürlich auch eine Gefahr in sich, ne, dass es sehr überfrachtet wird. Also es gibt auch ganz viel Enttäuschung an Weihnachten, weil sehr hohe Erwartungen dann gestellt werden an das harmonische Familienzusammensein oder an diese paar Stunden, die man da zusammen ist. Es hat auch eine Gefahr. Wenn man sozusagen auf Teufel komm raus oder auf Christkind komm raus, hier auf Harmonie machen will. Ja, das ist, glaube ich, das wäre auch so eine wäre ein zu flaches Verständnis. Es kommt eben nicht nur aufs Zusammensein an, sondern es ist, glaube ich, schon dieses andere Element, dieses mythische Element, das was viele jetzt glaubensmäßig keine Rolle spielt. Also viele, die an Weihnachten in die Kirche gehen, würden sich sonst nicht als Christen bezeichnen. Aber sie spüren, dass da etwas ist, was sie sich nicht selber geben können. Vielleicht kann man es so sagen. Und wenn wir da drauf schauen, auf das, was wir uns nicht selber und auch nicht einander geben können, sondern was von anderswoher kommt, aus der Tiefe oder aus der Höhe, je nachdem, wie man hinschaut, dann hat Weihnachten auch eine Chance, uns wirklich zu erreichen und der Seelennahrung auch zu dienen. Da kann ich anschließen, also für mich wäre das Bewusstsein, dass Weihnachten Seelennahrung ist, dass wir das gegen Handel und diese exzessiven Rummel verteidigen auch in uns, ganz bewusst. Also sagen, ich gehe jetzt nicht auf einen Dauer-Shopping-Trip, obwohl das natürlich für die Steuern ungemein wichtig ist und für die Gesellschaft ungemein wichtig ist,
Aber für mich ist vielleicht was anderes wichtig. Und ja, also Weihnachten verteidigen eigentlich. Das bin ich jetzt auch. Also den Kern von Weihnachten und den Mythos eigentlich von Weihnachten verteidigen gegen ja, das, was halt draus gemacht wird mit Punsch und Glühwein und Massenhaften und ja. So. Aber ja. Ist das nicht auch bezeichnend, dass sehr viele Menschen also sich dann eben nur durch Alkohol öffnen, glauben, dass sie sich öffnen können in diesen kurzen Momenten, bevor der Alkohol zu viel wird? Und dass da eben, das kann nicht ersetzt werden dadurch. Also wenn ich völlig nüchtern und glücklich Weihnachten feiern kann, dann ist es wieder ein Schritt weiter für mich, würde ich sagen. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, was würdest du, Monika und du, Tillmann, den Menschen raten, dass sie machen sollten, um oder könnten, sollen wollen wir gar nicht sprechen, könnten, um diese Erfahrung des Weihnachtens, wie ihr das beschrieben habt, zu finden? Da du mich zuerst erwähnt hast, lasse ich Tillmann gern das Schlusswort. Für mich ist der eine Schritt zurück ins Selbst wichtig, dass du dein wahres Wesen, und da kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt, wo man sagt, das wahre Wesen von uns, von jedem von uns ist Licht oder Sternenstaub, sagen auch andere Romantiker. Aber dass wir dieses Wesen, dass wir darin so geborgen sind und so sicher sind, dass uns der gesellschaftliche Stress also wirklich nicht mehr fertig machen kann. Und auch die eigene Erwartung an die harmonische Beziehung, das ist alles nicht. Also für mich ist Weihnachten schon das Licht in dir selbst. Sag ich. Wie kann man da hinkommen? Das ist vielleicht die Frage an dich, Tillmann. Wie kann man zu dem Licht in sich selbst kommen? Also ich glaube nicht, dass es da ein Rezept gibt. Ja, dass ich sage, mach erstens, zweitens, drittens. Ich denke, es kommt darauf an, dahinter zu schauen. Einfach die Augen ein bisschen zu üben, hinter das zu schauen, was man sieht, so auf der Retina. Ja, sondern zu schauen, dass, wie du nochmal aufgegriffen hast, Monika, was Sache ist. Und dazu kann es schon helfen, tatsächlich an die alten Traditionen anzuknüpfen. Einfach zu schauen, gibt es denn die alte Weihnachtskrippe noch? Kann ich die aufstellen? Oder ich gehe auch tatsächlich bewusst in den Gottesdienst, auch wenn ich jetzt normalerweise nicht an in die Kirche gehe und an das ganze Zeug glaube, aber ich versuche mich da berühren zu lassen. Ich versuche mich zu öffnen für das, was dahinter steht. Da kann ich manches vielleicht lassen, ich muss es aber vielleicht gar nicht unbedingt. Ich kann trotzdem Geschenke kaufen. Aber ich versuche mir einfach einen Blick wiederzufinden, der einfach dahinter schaut, in die Tiefe. Und was dann da zu sehen ist, das ist spannend. Ich möchte auch was dazu sagen. Und zwar, Gerne. Es gibt Menschen, die machen das mit Kunst oder mit Musik. Und ich finde unsere deutschen Weihnachtslieder, die haben so eine Kraft, dich mitzunehmen. Ja? Also wenn wir im Chor zum Beispiel Weihnachtslieder gesungen haben, die Leute waren alle immer wieder so stark betroffen, ich weiß nicht, ob es betroffen, berührt ist das richtige Wort, ja. Und das ist nicht umsonst gibt es vor Weihnachten so viele Konzerte. Man kann da hingehen und sich von der Musik verzaubern lassen, wenn man nicht unbedingt in die Kirche gehen will. Aber in der Kirche gibt es zu Weihnachten auch schöne Lieder, wie zum Beispiel Stille Nacht, heilige Nacht, alle Schlacht einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holde Knabe im lockigen Haar, schlaf in Himmel.
Danke, Heidi. Das wäre mein Schlusswort. Ja, ich danke euch allen, die ihr zugehört habt oder noch zuhören, zuschauen werdet. Und euch beiden, Monika und Tillmann, dass ihr hier bei dieser ersten deutschen Ausgabe der Wisdom Factory dabei wart. Ich wünsche euch schöne Einladung. Nacht. Ich wollte noch was ankündigen, denn gerade heute haben wir die zweite Ausgabe beschlossen. Am 6. Januar geht es darum, mit Dr. Sven Wöchern, wie komme ich über die Weihnachtsfresserei hinweg? Sehr naheliegend und sehr wichtig. Ja, hat also immer noch mit Weihnachten zu tun und es wird sicherlich auch, wird kein Zeigefinger da sein, du hättest weniger essen sollen oder sowas, sondern wirklich eine Betrachtung darüber, wie man mit Essen umgehen kann und ohne sich Stress zu machen. Ist das sozusagen die heiligen drei Könige? Wie viel, die bringen zu viel und wie gehe ich damit um? Genau, mit dem Gold. Wunderbar, Sie sind alle herzlich eingeladen, wir werden das veröffentlichen und schöne Weihnachten, schönes neues Jahr und alles, alles, alles Gute.